In dieser Lerneinheit zeige ich dir, wie du bestehende Inhalte aus dem Netz mit Word neu gestalten kannst. In diesem Fall geht es um einen Wikipedia-Eintrag zur indischen Gottheit Vishnu, der folgendermaßen gestaltet wird. Es hat einen großen Titel, dann darunter die Quellenangabe, kursiv gedruckt. Dann der sogenannte Lead, das ist also so der Einführungstext, der meist fett oder kursiv gedruckt wird. Und dann der Text zweispaltig, wobei in der einen Spalte ein Bild integriert ist, das genauso breit ist wie die Spalte und darunter eine Bildunterschrift. Ja, wie gesagt, das ist ein Wikipedia-Eintrag und da wähle ich jetzt diesen Inhalt gleich einmal aus. Wenn ich das getippt halte, dann wähle ich Kopieren und nun wechsle ich zu Word. Word war bei mir schon offen, deshalb ist es hier im Doc drin. Ich wähle ein neues Dokument. Und selbstverständlich kannst du das jetzt auch mit einem beliebigen anderen Inhalt aus dem Web machen, musst also nicht unbedingt zu dieser Gottheit Vishnu etwas gestalten. Hier wähle ich den Befehl Einsetzen und nun siehst du, dass der Text da zwar drin ist, aber dass das natürlich nicht sehr hübsch geworden ist. Es hat noch Bilder drin, Inhaltsverzeichnis und so weiter. Und wenn du unter den Text tippst, dann siehst du dieses Zeichen hier. Das sind die Einfügeoptionen und standardmäßig bleiben diese Formatierungen, die von der Webseite kommen, erhalten. In diesem Fall wähle ich jetzt aber die zweite Option. Ich will nur den Text übernehmen. Und nun siehst du, habe ich da die Standardschrift. Allerdings muss ich jetzt den Text noch etwas bearbeiten. Zum Beispiel beginnt es hier gleich mit irgendwelchen Begriffen, die noch von Wikipedia kommen. Auch da dieser Satz hier passt nicht dazu. Dann hat es hier Beiträge, die von Bildunterschriften kommen. Vielleicht auch diesen Klammerausdruck, den brauche ich nicht. Und weiter unten hat es noch solche Nummern für die Fußnoten. Diese lösche ich ebenfalls. Das Inhaltsverzeichnis wird hier nicht gebraucht. Und neben diesem Titel steht immer noch Bearbeiten. Das ist auch von Wikipedia mitgekommen. Auch das brauche ich nicht. Ja, es bessert langsam. Jetzt diese Aufzählung der verschiedenen Gottheiten, das soll eine Punkteliste sein. Ich überfahre sie also oder markiere sie und wähle hier diese Aufzählungsliste. Und dann haben wir hier noch einen Absatz zu viel und nochmals eine Nummer für die Fußnote. So, jetzt sind wir eigentlich bereit und jetzt geht es darum, den Text zu formatieren. Zunächst einmal also der Titel. Ich lasse es vor der Hand bei dieser Schrift Calibris. Es ist zwar nicht meine Lieblingsschrift, aber sie ist auf allen Geräten mittlerweile vorhanden, also Windows, Mac, iPads, was auch immer, und entsprechend kann diese Schrift überall angezeigt werden. Ich mache sie allerdings fett und vielleicht etwas größer, 16 Punkte zum Beispiel. Dann darunter eine Zeile Abstand für die Quelle, beziehungsweise zwei Zeilen. Und das muss ich mir nochmals kopieren. Das ist diese Adresse hier oben. Kopieren. Und hier wieder einfügen. Dann das mache ich kursiv. Der Lead, also dieser Einleitungstext, der soll fett sein. Und nun dieser ganze Text, der soll nun zweispaltig sein. Zunächst vielleicht noch dieser Titel hier unten. Das ist so eine Unterüberschrift, die mache ich auch fett.
Ich überfahre also den ganzen folgenden Text und wähle bei Layout Spalten und hier zwei Spalten gleiche Breite. Ja, sieht schon recht gut aus. Vielleicht ist jetzt dieser sogenannte Flatter-Satz etwas gar unruhig. Da macht es allenfalls Sinn, wenn man Blocksatz wählt, wenn also links und rechts bündig ausgerichtet ist. Das wähle ich bei Start und hier bei den Absatzeinstellungen Blocksatz und zugleich werden die beiden Spalten rechts und links bündig ausgerichtet. Ja, fehlt nur noch das Bild und hierfür wähle ich nun Safari gleich nebenan. Dieses Bild habe ich hier schon in der Wikipedia-Seite. Ich tippe darauf und packe es nun und ziehe es einfach nach drüben und lasse es los. Es gäbe diverse andere Möglichkeiten. Ich könnte also mit lange gedrückt halten das Bild auch in den Fotos speichern oder ich könnte es kopieren und da wieder einsetzen. Generell Elemente werden über Einfügen eingesetzt und hier siehst du auch das Symbol für Bilder. Nun, das Drag-and-Drop-mäßige Vorgehen, also einfach das Rüberziehen, ist definitiv das einfachste und schnellste. Und du siehst auch, wenn ich das Bild verschiebe, so macht der Text automatisch Platz. Das ist noch recht praktisch. Das kann man übrigens über Bild, dieser Reiter erscheint erst, wenn auch wirklich ein Bild drin ist, Zeilenumbruch, kann ich das noch ändern. Als letztes braucht es noch diese Bildunterschrift. Da wähle ich Einfügen und hier das Textfeld. Und dieses Textfeld ist jetzt natürlich ein bisschen groß. Ich markiere den ganzen Text und schreibe die Bildunterschrift. Dieser Text soll noch etwas kleiner sein, vielleicht nur 10 Punkte. Und dieses Textfeld, das ziehe ich jetzt darunter. Ich ziehe es noch etwas in die Länge, damit es genau gleich breit ist wie das Bild. Und du siehst jetzt aber, das ist nicht sehr hübsch geworden. Es hat so einen hässlichen schwarzen Rand. Keine Ahnung, warum Microsoft das standardmäßig so eingestellt hat. Mit Form hier oben kannst du da beim Stiftsymbol die Farbe der Kontur ändern oder eben auch keine Kontur auswählen. Jetzt, damit beim Verschieben des Bildes oder dieses Textfeldes nicht alles verschoben wird, möchte ich diese beiden gruppieren. Wenn du eine Tastatur hast, so kannst du die Umschalttaste gedrückt halten und ein Objekt ums andere auswählen. Jetzt siehst du, sind beide ausgewählt. Wenn du jetzt lange drauf gehst, da erscheint dieses Kontextmenü und hier kannst du den Befehl Gruppieren wählen und jetzt siehst du, kannst du diese beiden Objekte zusammen verschieben. Dieses gemeinsam Auswählen kann man auch, indem man mit zwei Fingern arbeitet, das erste Element gedrückt hält und dann aufs nächste tippt. Was du aber auch siehst, jetzt liegt diese Kombination von Text und Bild, diese Gruppe über dem eigentlichen Text und ich will ja, dass der Text rundherum Platz macht und deshalb wähle ich da bei Form wiederum Zeilenumbruch und in diesem Fall Rechteck und jetzt siehst du, wird der Text wieder verdrängt. Ich zoome mal ein bisschen zurück und du siehst, es sieht schon recht hübsch aus. Ja, also du siehst, mit Word hat man zwar etwas limitierte Möglichkeiten, was die Gestaltung betrifft, aber man ist relativ schnell soweit. Und natürlich müssen wir das jetzt noch speichern. Ich könnte es zum Beispiel in OneDrive ablegen.
gebe gerade einen Namen, wähle meinen Speicherort aus und tippe auf Speichern. Da hat es offenbar schon ein Dokument drin, das so heißt, weil ich das schon vorher ein bisschen ausprobiert habe. Ja, und von da kann ich es natürlich auch freigeben und auch von hier aus in Teams oder wo auch immer ablegen. Ja, viel Erfolg bei deinen eigenen Layouts mit Word.